Schüsseln aufspüren. Bitte hab noch den Ausweis. Gut, dort ist ein starkes Signal. Ich muss weiter. Das Signal bewegt sich. Harry muss sie noch bei sich haben. Ah, ich war so fies zu Harry, als ich den Anzug hatte. Ich muss ihn finden, mich entschuldigen und zu ihm durchdringen. Ich komm näher, Kumpel. Hilfe ist unterwegs. Halte durch. Wir befreien dich von diesem Ding. Gemeinsam mit deinem Dad und Dr. Connors bringen wir dich in Ordnung. Irgendwie. Das Signal ist stehen geblieben. Bleib dort, Kumpel! Orten wir seinen Standort etwas genauer. Er muss unter der Überführung sein. Was ist das für ein Zeug? Harry, bist du hier irgendwo? Mist, nur sein Abzeichen. Vielleicht ist er hier noch irgendwo. Wenn ich zu ihm durchdringen kann, wird er auf mich hören. Ja, da bist du. Harry? Ich bin's. Hey, Harry. Kannst du mich hören? Wir finden schon noch ein Heilmittel. Etwas Besseres. Harry? Du bist nicht... Zusätzliche Symbiotenstärke jetzt gut gebraucht! Ja! Oh nein, mehr! Hat Harry diese Leute irgendwie in Symbionten verwandelt? Wie schrecklich! Wie halte ich sie auf, ohne sie zu verletzen? Die Dinger sind heftig! Ich brauche Miles Hilfe! Du bist bei Miles. Lass was hören. Miles! Es gibt ein Problem mit Harry. Der Anzug hat ihn irgendwie verändert. Harry verwandelt Leute in Symbionten. Ich komme klar, aber es ist, als würde ich Sirup boxen. Es muss einen besseren Weg geben, den Leuten zu helfen. Ruf mich an! Nein, habe ich wohl befreit. Ich muss Harry aufhalten, bevor das aus dem Ruder läuft. Ganz ruhig! Nicht bewegen! Alles wird gut! Hoffe ich! Ist alles in Ordnung? Miles? Ich brauche hier deine Hilfe. Nachrichten erhalten. Sorry, meine Mom gesucht. Hast gesehen, dass Craven tot ist? Was? Nein. Glaubst du, es war Harry? Vielleicht. Vermutlich. Stoppen wir ihn. Okay, ich habe eine Idee. Als du unter seinem Einfluss warst, haben dich bestimmte Klänge geschwächt. Die Glocke. Aber die können wir nicht rumschleppen. Nein, aber ich habe eine Mix-App auf dem Handy.
Ich kann den Klang der Glocke nachbilden gegen Harry und seine Armee richten. Das ist brillant. Gut, dass du Musiktechnologie studierst. Das darfst du gern dem Aufnahmegremium vom College sagen. Was geht's, Genki? Da bist du ja. Deine Mutter und wir ich... Wir haben dich gesucht. Und ich habe euch gesucht. Ich habe eine Nachricht geschickt. Die habe ich nicht gekriegt, weil wir in der U-Bahn waren, um dich zu suchen. Zum Glück geht's dir gut. Ich begleite deine Mutter nach Hause. Kommst du hin? Ich muss doch was erledigen. Aber ich komme so schnell ich kann. Okay. Ich muss den Klang von Cravens Glocke nachahmen. Welche Geräusche kann ich hier benutzen? Eine echte Echokammer. Könnte nützlich sein. Echo! Toller Hall hier drin. Perfekt. Die gleiche Form wie Cravens Glocke. Allerdings wesentlich kleiner. Vielleicht kann ich das Boot in den Hangar bringen. Fast. Ich brauche mehr Echo. Im Hangar halt es sehr. Wie kriege ich die Glocke in den Hangar? Da ist der Motor, aber ohne Saft. Na also. Ja! Das Echo ist drauf. Wow! Symbionten. Seid ihr so schnell hergekommen? Sorry für den Schlag. Bleib liegen, bis ich hier fertig bin. Der Pete hatte recht. Die Dinger sind zäh. Nicht vergessen, da sind Menschen drin. Den Mix beenden, bevor noch mehr auftauchen. Ein guter Glockenklang. Nur etwas schrill. Ich brauche noch ein paar Mitteltöne. Container sieht gut aus. Den Fall zu lassen, gibt einen schönen Klang. Ja, aufgenommen. Fast fertig. Jetzt noch einen niederfrequenten Boost. Der pulsiert. Zum Beispiel... ein Hubschrauberrotor. Ich muss da hoch. Ich muss ganz nah an den Rotor. Ja, geschafft. Oh nein, da kommt noch mehr. Wo kommen die her? Spider-Man, Symbionten.
Agenten folgen mir nach Uptown. Ich brauche Hilfe. Ich bin unterwegs. Hast du die Sounds? Ja, ich muss nur noch überlegen, wie wir sie nutzen können. Da habe ich eine Idee. Bin gleich da. Schon, Pete! Wo bleibst du? Bin da. Was war? Sehr witzig. Ich übertrage diese Geräusche. Ich hoffe, dass... Komm schon, komm schon! Los! Diese Leute! Sehr schön! Das ist schon besser! Geschafft! Ich habe den Sanitätern die Position markiert. Sie kümmern sich drum. Gute Idee. In der U-Bahn ist die Hölle los. Wir kommen nicht weiter. Glibber an den Scheiben. Genki? Sind Frederick Douglass Circle. Wir sitzen viel. Genki, sind unterwegs. Gut. Beeil dich, Micho. Richtig auf. Wieso macht Harry das? Wieso erschafft er diese Dinger? Ich glaube nicht, dass Harry das macht. Nicht der, den ich kenne. Wer denn dann? Der Symbiont? Ja. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, er will sich ein neues Zuhause erschaffen. Wir suchen ihn später. Jetzt müssen wir deine Mom und Genki retten. Aufgepasst! Als du den Anzug hattest, sahst du anders aus als Harry. Ich glaube, das wäre irgendwann aus mir geworden, wenn du nicht wärst. Ich ruf mal Mom und Genki an. Wir gehen nicht ran. Wir müssen da rein. Werden wir, sobald wir aufgeräumt haben. Was, wenn sie sich in diese Dinger verwandeln? Denk nicht darüber nach. Erledigen wir erstmal die hier, dann können wir rein. Geschafft. Spider-Man, du bist's. Ja. Die Türen klemmen. Wir müssen die Ranken irgendwie bewegen. Ihr müsst euch beeilen. Diese Ranken leben alle und sind verbunden. Irgendwo muss es einen zentralen Nerv geben. Bingo! Treffen wir einen Nerv. Es zieht sich zurück! Das reicht nicht. Sie wollen immer noch in die Züge.
Es muss hier irgendwo noch ein Nervencluster geben. Oh, wow. Zu groß für einen Schallstoß. Vielleicht können wir sie verketten. Ja, aber synchronisieren dauert. Wie lange brauchen sie? Bro, hörst du das? Wie viel Zeit ist noch? Eine Minute? Vielleicht länger? Ach doch, dein Spidey-Sinn. Das kann haarig werden. Ihr seid hier wirklich unerwünscht. Gut. Pete, sie sind beim Herzen. Geschafft. Jetzt zu deiner Mutter und Genki. Spider-Man. Dir geht es gut. Was ist passiert? Ich habe deinen Rat befolgt und Dinge losgelassen, die mir nichts bringen. Komm schon. Okay, okay. Es war echt beschissen. Ich dachte, ich würde sterben. Und mein Leben lief vor meinen Augen ab. Du bist okay. Damals, als wir an meinem Geburtstag Minigolf spielten und ich gewann, das war geschummelt. Ich habe den Ball heimlich mit der Hand ins Loch gelegt. Du warst 8? Und ich mochte die Sandwiches nie, die du mittags immer mit mir getauscht hast. Aber ich habe so getan, weil du die Bunch an meiner Mom so mochtest. Und ich treffe mich neuerdings mit jemandem, sie heißt Andy und sie ist toll. Und ich habe mir ein Sequel zu Speed Nonna gedacht. Moment, Moment. Andy vom Chemiekurs? Die ist echt cool. Danke fürs Retten. Weißt du, tut mir echt leid, dass ich so beschäftigt bin. In Zukunft nehme ich mir mehr Zeit für dich. Seid vorsichtig. Genki, gehen wir zu mir. Ich koche uns was zu essen. Der nächste Schritt? Harry finden. Ich checke Downtown. Ich nehme Uptown. Während ich nach Harry suche, sollte ich ein paar andere Dinge überprüfen.
Einst das Epizentrum des New Yorker Tourismus. Jetzt der Schauplatz eines tragischen Blutbads. Wer nicht unter einem Stein gelebt hat, kennt die Fotos vom Times Square, wo Sergei Kravinov, auch Craven genannt, Anführer der Jäger, von einem monströsen, unbekannten Angreifer brutal ermordet wurde. Die interessanteste Information, die wir aus dieser Katastrophe gewinnen konnten, der mordende Koloss trug das gleiche verdammte Spinnenlogo wie New York's Spider-Man. Der Tag, den ich prophezeit und gefürchtet habe, ist vielleicht gekommen. Spider-Man könnte sich in eine gnadenlose Kreatur verwandelt haben, die apokalyptische Zerstörung anrichtet. Das ist das Ergebnis von unkontrollierter Kraft und unbeherrschtem Willen. Wenn das wirklich Spider-Man war, hat er höchstwahrscheinlich bereits eine Liste von Personen, an denen er sich rächen will. Liebe Hörer, ich kann nur vermuten, dass ich ziemlich weit oben auf dieser Liste stehe. Ich hoffe, Sie lernen daraus, wenn dieses Tier sich auf mich stürzt. Mein Leben soll nicht umsonst gewesen sein. Schließen Sie sich zusammen und behaupten Sie sich gegen diese furchtbaren Kräfte. Doch bis dieser Tag kommt, kämpfe ich an Ihrer Seite für das Wohl unseres Volkes und unserer Nation. Genki, was gibt's? Hey, Mr. Parker. Sie haben sich doch um diese Feuerkulttypen gekümmert, oder? Die Anhänger der Flamme? Ja. Haut alles raus! Sekündchen. Wie wär's mit einer Pause? Spider-Man, hab ich dich. Wo kamen die Symbionten her?